Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es um den Opel Zafira e Live. Voll elektrische Großraumlimousine, Platz für eine bis zu siebenköpfige Familie soll er bieten. Auch wenn man Freizeit unterwegs ist, soll er natürlich viel Equipment schlucken. Aber das Ganze soll nachhaltig geschehen, die Mobilität, denn wir fahren voll elektrisch. Wie weit kommen wir mit einer 75 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie bei einem durchaus eher klobigen Fahrzeug? Und was kostet uns das Ganze? All das möchte ich mit und für euch heute herausfinden. Ich nehme euch auf die Verbrauchsrunde wie immer mit. Wir fahren 10% Stadtverkehr, 50% Überland, 40% Autobahn und auf der Autobahn muss der Wagen sogar VMAX laufen, denn 130 Stundenkilometer ist seine eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, bleibt dran, abonniert diesen Kanal, gebt dem Ganzen ein Like und schreibt mir euren Kommentar zum Opel Zafira unten in die Kommentarbox, damit wir im Anschluss an dieses Video auch diskutieren können. Jetzt wünsche ich euch mit mir, dem Ubi, und dem Opel Zafira e Live viel Vergnügen bei diesem Video. Den Opel Zafira e Live gibt es nun seit Mitte 2020 auf dem deutschen Markt. Und wenn wir uns von außen einmal anschauen, wird man erkennen, dass man nicht viel erkennt, vor allem wenn man eben die Verbrennervariante kennt. Von außen gibt es keinen Unterschied bis auf einen kleinen, und das ist der neue Ladeport, der sich vorne links im Kotflügel befindet. Wie auch der Verbrenner gibt es die vollelektrische Variante in unterschiedlichen Längen, 4,60 Meter, 4,95 Meter oder 5,30 Meter, SM und L genannt bei Opel. Und wir fahren hier genau die mittlere Länge, 4,95 Meter. Unser Opel Zafira e-Live ist 2,20 Meter breit und 1,91 Meter hoch. Damit passt er auch in Tiefgaragen oder Parkhäuser ohne Probleme hinein. Bei den Platzverhältnissen auch hier kein Unterschied zum Verbrenner, denn die EMP2 genannte Bodengruppe, die er sich auch mit dem Verbrenner teilt, die ist bereits auf vollelektrische Antriebe ausgelegt gewesen. Somit verschwindet der Akku wunderbar im Fahrzeugboden und nimmt keinen Stauraum innen weg. Wir haben hier die optionalen 7-Sitzer-Variante verbaut, die 1.500 Euro Aufpreis kostet bei der Elegance-Variante der höchsten Ausstattungslinie. Sie bietet die Möglichkeit, zwei Einzelsitze in der zweiten Reihe und dann drei Sitze in der dritten Reihe zu haben. Die Sitze sind verschiebbar oder ausbaubar bzw. umklappbar, sodass eine hohe Variabilität entsteht und auch der Stauraum den jeweiligen Bedürfnissen perfekt angepasst werden kann. Die Schiebetüren, zwei an der Zahl serienmäßig, öffnen hier in unserem Topmodell elektrisch. Bei den anderen Varianten sind sie optional erhältlich. In der ersten Reihe sitzt es sich angenehm bustypisch hoch und aufrecht. Der Zustieg ist angenehm und die Sitzposition auch sehr gut. Wir haben breite Ledergestühl hier vorne verbaut, das auch wirklich bequem ist. Und eine Besonderheit, die ich ganz vergessen hatte, natürlich für Familien sehr wichtig, Isofix-Verankerungen auf den Sitzen hinten, auf allen 5. Also, falls ihr entsprechend 4 oder 5 Kinder habt, die könnt ihr dann hier sicher natürlich mitnehmen. Beim Blick ins Cockpit fällt uns auf, auch hier halten sich die Unterschiede zum Verbrenner sehr in Grenzen. Wirklich einzige Erkenntnis auch hier wieder,
Gerade wenn man auf das Kombi-Instrument blickt, hier sind die analogen Rundinstrumente blau hinterlegt und wir haben kein Drehzahlmesser, sondern ein Energiebarometer oder Energiometer. Ihr nennt es, wie ihr wollt. Powermeter könnte man es vielleicht auch nennen, denn es zeigt die Anzeige, entweder wird geladen und wie hoch der Laststand ist, den der Elektromotor gerade leistet. Wir können auch den Elektromotor oder das Fahrzeug in drei Fahrmodi betreiben. Eco, Normal und Power stehen hier zur Verfügung. Der Elektromotor, der hier die Vorderachse antreibt, sitzt auch an der Vorderachse, hat 100 kW Leistung maximal und 260 Newtonmeter Drehmoment. Dieses Antriebspaket kennen wir so zum Beispiel auch schon aus dem Opel Corsa E oder dem Opel Mokka E. Wenn ihr da Bedarf habt für einen Zweitwagen, dann schaut mal da ins Review hinein. Doch wie schlägt sich jetzt nun dieser Motor oder dieser Antrieb in dem schweren Großraumbus quasi, den wir jetzt hier fahren? Und da muss ich sagen, doch erstaunlich gut. Die Kraft ist ausreichend. Klar, die Beschleunigungswerte sind jetzt nicht berauschend, wenn man so mal genauer hinschaut. Rund 14 Sekunden braucht er auf 100, aber 130 ist auch die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Das macht man natürlich zum Schonen der Akkus, aber auch um die Reichweite nicht zu schnell nach unten zu treiben. Denn, das kann ich jetzt schon mal vorweggreifen, niedrig ist der Verbrauch hier auf alle Fälle nicht. Die Batterieversionen sind zwei verfügbar, 50 Kilowattstunden, 75 Kilowattstunden. Beide können serienmäßig schnell geladen werden via CCS-Anschluss. Maximal 100 kW ist dabei die Ladeleistung oder aber via Typ 2 dreiphasig mit einem eingebauten 11 kW Onboard-Lader. Man benötigt natürlich rund 7 Stunden Ladezeit, wenn man mit 11 kW dann lädt. Am Schnelllader werden für 80% mit der großen Batterie 45 Minuten angegeben. Die hält der Wagen auch nach Ladeversuchen bei mir absolut exakt ein. Auf der Straße fährt sich der elektrische Saphira wirklich angenehm. Das Fahrwerk ist trotz des erhöhten Gewichtes wirklich komfortabel. Der niedrige Schwerpunkt durch die große Antriebsbatterie hilft hier ein bisschen, ja, stabiler auf der Straße zu liegen. Die Lenkung ist weiterhin eher gefühllos, hat auch sehr hohe Lenkwinkel und da muss man auch viel kurbeln, vor allem auch in der Stadt, um da wirklich den Saphira oftmals zu wenden oder einzuparken. Ja, das könnte ein bisschen besser gehen in meinen Augen. Da kommt dann doch vielleicht zu sehr der Nutzfahrzeuganspruch heraus. Was aber weiterhin ebenfalls hoch angesiedelt ist, ist das Thema Sicherheit und Assistenz. Da ist der Opel Saphira E-Life auch auf dem aktuellen Stand nahezu, was die Systeme angeht. Wir haben eine tote Winkelüberwachung, wir haben eine aktive Spurführung und wir haben auch einen Abstandsregeltempomaten. Jedoch sind die Systeme nicht miteinander vernetzt, sodass teilautonomes Fahren mit dem Saphira E-Life nicht möglich ist oder eben nur bedingt möglich ist. Herbstlich ist es geworden und herbstliche Temperaturen, also niedrige Außentemperaturen, sind jetzt nicht unbedingt förderlich für ein Elektrofahrzeug. Da fühlt es sich einfach nicht wohl, denn wenn es der Fahrer wohlig warm haben will, dann muss natürlich solch ein großes Fahrzeug oder respektive der große Innenraum beheizt werden und dafür braucht es entsprechend viel Energie aus dem Akku, wo ja bereits schon der 100 Kilowatt starke Elektromotor die Energie rauszieht, um eben das schwere Fahrzeug nach vorne zu beschleunigen. Also sind es jetzt vielleicht insgesamt eben nicht die Optimalbedingungen, aber was ist schon optimal, wenn man denn im Alltag unterwegs ist? Man kann es eben sich nicht aussuchen, ob man nur bei schönem Wetter fährt. Also schauen wir, was er verbraucht hat. 29,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometern hat der Bordcomputer ausgespuckt. Damit treffen wir den WLTP-Verbrauch nicht. Und wenn wir dann natürlich noch mal drauf schauen, was wir am Schnelllader nachgeladen haben, dann waren es dann 31,2
Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was wir verbraucht haben. Das ist schon nicht wenig. Und eben mit der 75 Kilowattstunden fassenden Batterie ergibt sich dann ein Aktionsradius von knapp über 200 Kilometer. Wenn man natürlich dauerhaft Autobahn fährt und eben 130 km/h ausnutzt, um so mitzuschwimmen, dann sinkt natürlich die Reichweite noch drastischer, so dass man am Ende dann eher so nach 150 bis 170 Kilometer fast schon den Schnelllader aufsuchen sollte. Und woran man ja dann 45 Minuten ungefähr steht, um wieder 80% Ladezustand zu haben. 200 Kilometer sind natürlich ein etwas geringer Aktionsradius für viele. Wenn man aber im Alltag unterwegs ist mit der Familie, dann zählen vielleicht andere Sachen viel mehr. Hoher Reisekomfort zum Beispiel oder die Möglichkeit, 5 ISOFIX Kindersitze gut und sicher im Fahrzeug unterzubringen. Hohe Variabilität durch Ausbauen der Sitze auf dem Schienensystem oder mehr Beinfreiheit. Oder aber schlicht und ergreifend entspanntes, komfortables von A nach B kommen. So ist es auch möglich eben mit dem Safira E-Life. Dennoch braucht es ein gut gefülltes Haushaltskonto, denn mit 75.200 Euro und ein paar zerquetschten, so wie der Testwagen hier dasteht, wird da nämlich ganz schnell ein großes Loch in dieses Haushaltsbudget hineingerissen. Es gibt zwar eine Förderung von 7.970 Euro, nach Abzug dieser Förderung liegen wir aber dennoch ungefähr noch 4.000 bis 4.500 Euro oberhalb der Dieselvariante mit 177 PS, die sich ja auch wirklich gut fährt. Vielleicht etwas oldschool für den einen oder anderen ist. Dennoch ist halt die Frage, was ist der sinnvollere Antrieb? Für Shuttle-Dienstfahrer in meinen Augen ist das ganz klar die perfekte Variante, denn die fahren sehr überschaubare Strecken, können ihn zu Hause stets anstecken. Wer das kann als Familie, der möge sich doch sehr gerne so ein Opel Zafira E-Life zulegen. Denn gegenüber einem Mercedes-Benz E-Vito beispielsweise oder eine Mercedes-Benz V-Klasse mit elektrischem Antrieb ist der Preis dann wieder überschaubar und vielleicht sogar günstiger, als eben die Schwaben es verlangen. So, das war mein Review zum Opel Zafira E-Life. Jetzt dürft ihr mir unten in die Kommentarbox schreiben, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Welchen würdet ihr nehmen? Diesel- oder Elektro-Variante? Warum für jeden? Das dürft ihr mir schreiben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, den Ganzen ein Like zu geben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.